fuck. Okay. Dreckiger Chip. Ach du Scheiße. Ich reiß ihn selbst raus. Nein, warte! Oh oh. Das, hallo zusammen. Willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Da wollte ich direkt mal überfallen. Ich werde die Kontrolle haben. Oha. Ich finde einen Weg. Hörst du? Haut er mich erstmal rum, fragt, wofür ich arbeite, für wen ich arbeite und dann sowas. Ach du Kacke. Medizin nehmen, ja. Auf Nimmerwiedersehen, Arschloch. Aber nicht so. Steck dir eine Knarre ins Maul und drück ab. Na los! Ich spüre, wie unsere Seelen sich berühren. Ich bin die Schiffe. Drost, zerfresse dich. Kann nichts dagegen tun. Ach du Kacke. Hörst du mich? Ach, ich würde kotzen, wenn ich's könnte. Es ist nur eine Kopie des Engrams. Ich bin irgendwo da draußen. Ganz sicher. Komm schon. Verdammt. Ich wollte noch was sagen. Oh, verdammt. Alter Schwede. Was habe ich denn da am Arm? Sieht aus, weiß ich nicht. Wollte ich elektroschockert oder was ist da los? Akt 2 beginnt hier. Oh, mitten in der Dusche. Nimm die Munition, öffne Inventar und zieh dir etwas. Ja, das sollte ich vielleicht machen, bevor ich das Haus hier verlasse. Ja, was habe ich denn noch da? Ich habe doch. Habe ich meinen coolen Hut wieder? Ja, den ziehe ich natürlich auch wieder an. Den fand ich ganz nett. So sind wir fertig, oder? So können wir das lassen. Nee. Warum habe ich... Ach so. Die ziehe ich auch gerne an. Ich habe mittlerweile auch ein paar neue Sachen gefunden. Das sieht cool aus. Hat wahrscheinlich aber nicht so Rüstungswerte, oder? Doch. Hat richtig gute Werte. Nice. Nice. Gut, ja, dann machen wir mit einem T-Shirt weiter. Panzerung 29... Ja, okay. Hätte ich auch angezogen. Die Hose ziehen wir an. Damit gehen wir raus. Nee, natürlich nicht. Okay. Das sieht aus. Yorinobus Anzug. Ach so, okay. Ich verstehe. Hoffentlich ist das keine schlechte Idee, dass ich die Sachen hier anziehe von dem. Damit sehen wir irgendwie privatdetektivmäßig aus, würde ich mal sagen, oder? Ich habe auch noch einen Anzug. Bandagen, ja gut. Brauche ich jetzt nicht. Warte, wollen wir die Waffen? Nee, wollen nicht. Aber ich könnte mal die Waffen zerlegen gerade. Zerlegen. Das sind alles so Shotguns, die will ich gar nicht. Das ist die Pistole. Ja gut, dann nehme ich noch ein Sturmgewehr. Ach, das finde ich nice. Das finde ich nice. Da sieht man direkt schon mal. Die Sachen hier sind alle aufsteigend einsortiert. Das finde ich sehr gut. Angriffe pro Sekunde. Die sind ein bisschen langsamer. Ist dann aber auch, glaube ich, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen zielsicherer. Aber ich hätte echt gerne meine Katana wieder. So, dann kann ich eigentlich... Nee, ich muss sie leider einzeln zerlegen. Das wäre noch ganz nice gewesen, wie bei The Division, da ich sagen kann, Schrott, Schrott, Schrott und gesamten Schrott zerlegen. Das wäre noch nice gewesen. So, jetzt habe ich mal alles zerlegt. Jo, ich habe die Waffen aber noch da, finde ich gut. Was habe ich denn hier? Zielfernrohr, okay. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich das mal drauf mache. Ein billiges, für den Massenmarkt produziertes holographisches Visier. Ein Visier, das vor allem auf unverfällig. Ja, okay, das packe ich mal drauf. Mods habe ich keine.
So, dann haben wir hier Zielfernrohr. Minus 0,2% Zeit fürs Zielen, Reichweite 0,22. Ich glaube, das probieren wir einfach mal aus. Wir haben hier noch eine Mündungsbremse. Oder, nee, nicht Mündungsbremse, einfach eine Mündung. Aber so viel Schaden weniger ist es mir dann auch nicht wert. Und hier haben wir unsere Katana. Wunderbar. Ja, gut. Dann sind wir eigentlich soweit ausgerüstet. Dann können wir auch direkt loslegen. Ich würde jetzt erstmal, bevor ich eine Quest groß annehme, sagen, ich nehme Munition. Ist nur die Frage, wo? Muss ich mal gerade nachschauen. Liegt hier irgendwo... Da ist das Fernseher. Da ist der Fernseher. Ich muss mal gerade schauen, ob ich Munition finde. Moment, ich gehe mal kurz hier in den Schrank rein. Öffnen. Weil hier ist ja so ein wunderbares Waffenlager. Aber ich glaube... Oder? Doch! Nimm die Munition. Nice. Nice. Ja, dann checken wir mal kurz die E-Mails. So, eine Sekunde. Hopp. Dann gucken wir doch mal. So, sehr geehrte Damen, hatten wir da schon überfällige Miete? Sehr geehrte Damen und Herren, laut unseren Unterlagen haben wir von Ihnen diesen Monat noch nicht die Miete für Ihre Einheit in Megagebäude H10 erhalten. In Übereinstimmung mit Mietvertrag, VD und so weiter und so fort. 2077. Ist das ein Datum? Nee. Werden wir weitere Zahlungsverzögerungen, eine Zwangsräumung zufolge? Nicht so gut. Und hier haben wir wieder diese richtig gute Spam-Mail. Wir müssen reden. Komm zu Tom Steiner. Warum sollte ich reden wollen? Ein andern Mal. Ich mache erstmal das Ober. Warum sollte ich mit dir reden? Weil ich dir das Leben gerettet habe. Ich bin immer noch nicht über alles hinweg, was die letzten Tage passiert ist. Das wirst du so schnell auch nicht. Na und? Wenn du überleben willst, musst du zurück in den Ring. Die nächste Runde läuft. Tom Steiner, ich warte. Okay, ja. Scheiße, nicht gut. Nee, oder? Kommt der schon wieder? Ich lese das mal kurz. Was ist denn das? Die Verwaltung des Megagebäudes H10 möchte Sie darüber informieren, dass Ihr Fahrzeug in der Garage in der Nähe abgeholt werden kann. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Ich dachte jetzt, wegen der Zwangsvollstreckung habe ich jetzt kein Auto mehr. Hätte ich mir eins klauen müssen. Schon wieder eine Nachricht? Was geht denn hier ab? Zuerst, ich war wahrscheinlich irgendwie im Koma oder so. Zuerst kommt der große Realitätscheck, der die Zukunft der Welt einläutet. Wenn Geld von Hand zu Hand gereicht wird, fällt dein wahres Ich dem Kapitalismus zum Opfer. Die beste Waffe gegen den Kapitalismus ist ungestörte Meditation. Kommt da noch was? Neue Mission. Mache ich noch nicht. Kann ich die Mission noch mal ganz kurz abwählen? Ach so, okay. Das muss immer eine sein, die irgendwie aktiv ist. Hol dein Auto aus der Garage. Das würde ich sagen, machen wir mal. Das ist ein guter Anfang. Und dann gucken wir mal. Weg damit. So, Aufzug ist deaktiviert. Dann machen wir mal auf hier. Mann, das sieht schon krass aus. Ich weiß gar nicht, gibt es sowas wie Kleidungsgeschäfte hier? Wir waren ja noch nicht so in der freien Welt. Ich schätze mal, das geht ja jetzt richtig los. Und ich frage mich, ob man irgendwie so Kleidungsgeschäfte finden kann. Nun aber erstmal unser Auto. Okay, hier geht's lang. Okay, das ist doch dieser... Ja. Delamain. Der sieht aber auch nicht schlecht aus, du. Einbrechen. Da hat aber eine aktive Alarmanlage, das sieht man jetzt schon. So, ich steig einfach mal ein. Was? Das ist, willst du mich verarschen? Hast du das auch gerade gesehen? Hier stimmt was nicht. Ist mein
Okay. Was du nicht sagst. Ich meine, nicht das Autowrack, sondern die Fahrerflucht. Der höflichste Chauffeur der Stadt fährt nach einem Unfall einfach weg. Ja, so viel zu meinem Auto. Super. Was ist das denn für ein Arsch? Warte, Nachricht vom Delamaine? Ich gucke aber mal gerade hier rein. Oh, da ist nichts. Delamaine, wir bitten vielmals um eine Entschuldigung. Wir bitten vielmals um eine Entschuldigung für den Verkehrsvorfall Nummer... Ach du Kacke. Die Delamaine-Kooperation möchte Sie herzlich in Ihr Hauptquartier einladen, um den Schaden zu beurteilen und eine entsprechende Entschädigung zu arrangieren. Okay. Was ist das denn schon wieder? Wie, meine Lieblingssöldner? Ich habe einen Galena zu verkaufen. Sieht aus wie ein Golf. Hat noch nicht viele Kilometer auf dem Buckel. Der vorherige Besitzer hatte panische Angst davor, aus dem Haus zu gehen und von ihnen erschossen zu werden. Also stand der arme Wagen 10 Jahre lang in der Garage. Aber man kann dem Schicksal nicht entkommen, nicht wahr? Eines Tages flog ein Querschläger durch das Fenster und traf den Besitzer. Die Moral von der Geschichte ist, dass man sein verficktes Leben einfach leben muss. Also sei kein Geizhals, pack dein Quetschip aus und schnapp dir diesen Wagen. Ja, sollte ich vielleicht machen. Ein kleiner Golf ist doch auch ganz nett. Ja, dann machen wir das mal, komm. Gedrückt halten. Ah, hier, Moment. Ein Fixer hat dir gerade ein Fahrzeug zum Kauf angeboten. Jedes Mal, wenn ein Fixer dir ein Angebot schickt, erscheint eine neue Markierung auf der Minimap. Wenn du das Fahrzeug kaufen möchtest, begib dich zum angegebenen Ort und bestätige den Kauf. Ich weiß nicht, ob es mir leisten kann. Oh, Moment, $13.000 steht doch da. Kann ich das irgendwo nachschauen? Gucken wir doch mal ganz kurz. Ach da haben wir das Geld. Das heißt, wir können uns den Wagen noch gar nicht leisten. Dann sollten wir erstmal das andere verfolgen. Ich schätze mal, das sind ja auch einfach Missionen, ne? Das fände ich nämlich ganz nice. Da kann man sich das Auto immer kaufen. Okay, Bedrohung hoch, das klingt nicht so gut. Ich fange mal mit Mittel an. Bei Victor die Schulden bezahlen, die sind aber zu teuer, ne? Oh Gott. Schauen wir doch mal. Dann schauen wir doch mal. Mann, das sieht richtig nice aus. Vor allen Dingen richtig beliebt hier. Ich sollte, ja, warten. Jetzt glaube ich. Aha. Ja, dann... Achso, 100 Meter ist ja nur noch ein Katzensprung. Ah, da ist doch so ein Wagen. Es sieht aus wie ein Golf. Kann man doch nicht anders sagen. So ein richtig getunter Golf. Da kann man doch nichts anderes sagen. Was haben wir jetzt? Wie? Wir müssen reden. Bitte geh ran. Ich habe etwas gefunden, was Jackie gehörte. Ich glaube, er hätte gewollt, dass du das bekommst. Es wartet vor deinem Apartment auf dich. Oh, Mama Wells. Ja, dann, toll. Ich drehe nochmal schnell um. Genau im falschen Moment geschrieben. Hoffentlich werde ich nicht angefahren hier. Ich laufe hier blind links drüber. Und was haben wir hier? Ach, ich kann Sachen verkaufen. Ach ja, gut, ne? Das verkaufe ich. Da kriege ich vielleicht ein bisschen Geld zusammen. Ja, die Hose, die muss ich auf jeden Fall behalten. Die muss ich behalten. Da kann man mir nichts anderes sagen. Die muss ich behalten. Die Schuhe hier sind eigentlich ganz nett. Wie Sneaker, Moment, verkaufe ich hier gerade wie Sachen? Nee, ne? Okay. Verkaufe ich? Ich will nämlich die Sachen von wie will ich auf jeden Fall nicht verkaufen. So, die war eigentlich ganz nett, aber die habe ich schon an. So. Warte, wir haben jetzt wie. Ich glaube, das war es auch schon, ne? Versteckte Basecap brauche ich nicht. Die Bandagen will ich mal behalten. Ist eigentlich ganz nett mal. Oh, so ein Netrunner-Anzug würde ich auch mal behalten.
Und dann können wir das verkaufen, ne? Junk verkaufen. Achso. $90. Wow. Jetzt habe ich nicht gerade viel verkauft. Wo ging's denn hier hoch? Und was haben wir da? Ich bin immer irritiert hier wegen dem Roten. Als würde ich hier klauen. Im Vergleich zu Nextech sind du, ich und jeder andere Polizist in der Stadt. So. Muss ich gerade mal husten? Achso, hier. Jetzt kommt der Aufzug, ne? Das war da. Oder? Na, ich glaube, ich höre ihn. Ich glaube, ich höre ihn. Da kommt er. So, dann... einmal nach oben. Das ist ein bisschen laut, die Werbung. Wie in echt. Wie in echt. Kennen wir doch, ne? Ja. Security you can trust. Bin ich zu weit? Nee, da muss ich hin. Meine Güte, ist das hier ein Riesending. Wahrscheinlich so. Ein paar Wochen her sein. Dachte schon, du hättest die Stadt verlassen. Hat ein bisschen Ärger. Night City entkommt man nicht so leicht. Machen wir das. So leicht lässt Night City einen nicht gehen. Wie so eine Beziehung mit Hauen und so, stimmt's? Hör mal, ich könnte eine Finanzspritze gebrauchen. Willst du meine neue Ausrüstung sehen? Oh, zeig mal. Zeig mal her. Da hat ein paar nette Sachen da. Ein paar nette Sachen, aber ich kann mir halt jetzt nichts kaufen. Oder ich will mir jetzt nichts kaufen. Das belassen wir mal dabei. Achso, ich kann mich einfach drehen. So. Alles klar. Jo, dann gehen wir mal schnell nochmal nach Hause. Was für eine Waffe? Und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, was denn dieses Paket dann. Achso, warte mal, ich kann die auch noch anrufen. Wie war das denn nochmal? Okay, das ist cool. Ich kann die Ziele wechseln. Ah ja, das war T, genau. T wie Telefon, Anruf. Wie? Du hast dich lange nicht gemeldet. Dein Jack ist tot. Ich wollte ja anrufen, Mama Wells, aber du weißt ja, wie es ist. Verstehe. Du hattest Wichtigeres im Kopf. Nie wieder. Was ist denn los? Ich wollte nur mal hören, wie es dir geht. Ich bin eine Erklärung schuldig, dann machen wir das. Ich wollte nur mal hören, wie es dir geht. Alles okay? Nein, wie? Eltern sollten ihre Kinder nicht begraben müssen. Ich konnte nicht mal das. Mira, aber keine Sorge, ich komme schon klar. Okay. Ich nehme an, du machst immer noch dasselbe. Wie vorher. Versprich mir, dass du da draußen auf dich aufpasst, ja? Möge er dich beschützen, Inho. Okay, ja, dann hol ich mal gerade. Aufmachen! Oh. Mary, scheint mal ein bisschen Abstand. Mary, wir wissen, dass du da drin bist. Guck mal gerade zu. Wir wollen dir helfen. Hör zur Hölle, Schwanzlutscher! Sie haben keinen Durchschub. Oh, nee, ich will keine Waffe ziehen. Kampfsystem. Okay. Da liegt noch was. Was ist das? Karten. Nehme ich mal mit. Da wird geballert. Okay, was ist denn hier los? So. Da liegt es. Oh, Jackies Motorrad. Das kommt mir gerade gelegen. Achso, Fahrzeug gekauft, weil ich den Schlüssel genommen habe. Okay. Nice.
So, dann schauen wir mal. Dann, trifft dich mit... Achso, warte. Das ist, nächste Hauptmission, ne? Da muss ich noch ein bisschen gucken. Journal. Ja, genau, das ist eine Hauptmission. Wir machen jetzt erstmal Happy Together. Ach, das waren die da vorne. Ach, ah, okay. Dann erkennt man so also die, ja, so Nebenquests. Dann unterhalten wir uns mal gerade mit dem. Was ist hier los? Wird jemand Nee, was ist hier los? Was ist los? Ich wohne über ihm. Dann wohn weiter da und kümmere dich um deinen Scheiß. Mendes, warte! Das ist sein Nachbar! Ja, kann ich irgendwas tun? Gibt es was, das ich tun kann? Vielleicht. Kennst du Barry überhaupt? Nicht so richtig. Haben ein paar Mal geplaudert. Er ist ein Freund aus dem Revier. Hat vor kurzem aufgehört. Hatte einen Zusammenbruch, als sein bester Freund starb. Wir befürchten, er könnte was Dummes tun. Ganz ruhig, Petrova. Barry hat Nerven wie Drahtseile. Er ist nur ein gehässiger Bastard. Mendes! Könntest du nach ihm sehen, wenn er sich beruhigt hat? Jo. Sicher, warum nicht? Ist ja nicht so, als wär's weit. Danke. Aber hab Geduld. Cops, die eine schwere Zeit durchmachen, sind kompliziert. Ich sehe mal, was ich tun kann. Ja, ich spreche einfach mal mit dem. Mich kennt er, ja? Hey, Barry. Alles okay bei dir? Schweigen ist Zustimmung. Das nehme ich mal als ein Ja. Ich komme später nochmal. Ja. Würde ich sagen, ist gerade besser. Genau, in ein paar Stunden, dann nehme ich mal eine andere Aufgabe an. Was haben wir denn hier so? Alles ist irgendwie hoch oder sehr hoch. Der Auftrag. Hol dir deine Belohnung bei Wakako ab. Sollte ich vielleicht mal machen. Dann machen wir das mal. Bedrohung ist Mittel. Ich will halt noch nichts Hohes machen, weil ich noch nicht so ganz drin bin. Nein, dabei können wir es nicht belassen. Meine Scheiße, er hatte seine Uniform an. Dann schauen wir mal. Und wir, ja, gehen in den Eingangsbereich. Willkommen bei den N54 News aus aller Welt. Ich bin Gillian John. Wissenschaftler von BioGuide Systems haben einen Durchbruch im Kampf gegen Multiple Sklerose bekannt gegeben. MS ist eine der wenigen Krankheiten, die nicht geheilt werden kann, indem man betroffenes Gewebe durch Implantattechnologie ersetzt. Experten bei Biodyne ist es gelungen, Nanniten zu entwickeln, die durch eine Injektion ins Rückenmark konstante Langzeitwiederherstellung des Nervengewebes ermöglichen. Also wenn wir mal so weit sind, ne? Ich hoffe, dass ich sowas nochmal miterlebe. So krasse Möglichkeiten der Heilung einfach. Ja gut, ich meine, so lange ist das ja auch nicht mehr. Wir haben ja heute schon so Technologie, ne? Prothesen und sowas, worüber man wieder fühlen kann. Das ist schon krass. Oh. So. Ist rot. Ich laufe aber jetzt. Ja, dann laufen wir ein bisschen durch die Stadt. Man merkt aber schon, hier ist echt ein wenig voll. Das ist so schön drückend. Einfach dieses Großstadtfeeling so ein bisschen. Und ziemlich verdreckt. Was ist denn da los? Ich kann auch mit denen reden, oder? Ich versuche jetzt einfach mal. Ich gehe mal kurz rüber. Ich würde ja gerne den Wagen nehmen. Guten Tag. Was jetzt? Ich habe genug von Problemfällen wie dir. Verschwinde. Oh, der ist ein bisschen aggressiv. Ich wollte doch nur reden. Halt nicht. Oh, 700 Meter. Ich sollte mich gleich dran halten, sonst bin ich hier noch 2 Stunden unterwegs. Kann ich irgendwie die Bahn nehmen? Ich gehe mal gerade nach oben. Wir müssen mal alles ausprobieren. Wir sind ja noch nie so frei hier rumgelaufen. Ach, hier ist gar keine Bahn. Aber... Kommt man hier rein? Oh, ist verschlossen. Schade. Ich dachte, da kann man rein. Hier kann man rein. Geh mal rein. Das sieht aus... Meins? Ist das ein Drogentoter oder was ist hier los? Nachricht lesen. Was steht da? Gespräch unbekannt und Fedrick... Pearson, ich habe die Nummer von einem gemeinsamen Freund. Hab gutes Material, roh ungeschnitten. Fedrick Pearson, erzähl. Vergewaltigung, Mord, Folter, was davon? Alles gleichzeitig, plus Promi-Botus, der Sohn von diesem TV-Prediger. Heilige Scheiße.
Genau, das ist mir zu heiß. Aber du hast Maelstrom im Rücken. Wie viel willst du? 5% des Profits. Wir geben dir 10. Aber ich will das Original. Platziere es an einem unserer toten Briefkästen. Wir kümmern uns um den Rest. Ach du Scheiße, was war das denn hier für ein kranker Scheiß? Erstmal alles plündern. Okay, ja, ich würde ja gern ganz viel entdecken. Ich mache aber jetzt nicht so einen Stress, dass ich jetzt überall ganz schnell hinrenne, sondern ich nehme mir schon die Zeit. Wir entdecken hier mal alles gemeinsam so ein bisschen. Schauen uns das an, nehmen uns die Zeit. Ich überlege gerade, wonach sieht das Auto aus? Das kommt mir doch auch so bekannt vor. Hier haben wir wieder Verkaufsautomaten und hier haben wir wieder was zu essen. Okay. Ja, diese Ecke hier gefällt mir nicht so, die ist ein bisschen dreckig. Bin ich sehr dreckig. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn ich hier so lang laufe. Ich mach's einfach mal. Okay. Ja, apropos Waffe ziehen. Ja, das wollte ich nämlich gerade machen. Und das lesen wir mal kurz. Okay, ein paar Infos zu deinen Gegnern. Kabuki, das ist eine Überraschung. Wirst du schon sehen. Achso, das hatten wir schon, ne? Ja, genau, das haben wir. Hey, wie? Watson ist nicht mehr abgeriegelt. Also bist du ganz und gar frei. Aber vergiss die Kämpfe nicht, okay? Wäre echt eine Verschwendung, dein Talent nicht zu nutzen. Da bin ich mal gespannt. So, ich ziehe mal kurz. Das, wie sie ist, ganz nice. Nicht zu viel. Und hier haben wir die Pistole. Jo, ist auch ein ganz kleines, nettes. Ist auch ein ganz kleines, nettes Visier. Geht's hier? Was haben wir da? Nehme ich einfach mal alles mit. Kann man ja immer noch, kann man ja immer noch verkaufen oder zerlegen. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Wir gucken einfach mal. Mann, diese Aussicht. Ich glaube aber falsch. Das würde ich ja schon mal gerne so erleben, ne? Diese Stadt einfach. Da kann man bestimmt verdammt viel machen. An jeder Ecke. So, aber das hier ist auf jeden Fall der falsche Weg. Ich weiß aber, wo ich lang muss. Oh, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist mit dem los? Got no home second engine. Kann ich mit dir reden? Hat meine Mutter dich geschickt? Ja gut, wenn du so unfreundlich bist, dann friss Staub. Was sind das denn für laute Monitore hier? Okay, ich gehe mal schnell hier raus. Hier ist ein Pennercamp. Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Ersten 10 Minuten, wo ich hier frei rumlaufen kann und wo lande ich im Pennercamp? Super. Ich laufe mal schnell hier raus. Kann ich auch mit dir reden? Hast du irgendwas zu sagen? Jeden Tag das Gleiche. Du siehst cool aus. Sind wir uns schon mal irgendwo begegnet? Ich glaube, die sind alle ein bisschen durch. Irgendwo. Ich glaube, ich sollte mich nicht mit denen unterhalten. Wollen wir spielen? Nö, nö. Ich habe was zu tun. Boah, das sieht so krass aus. Das sieht schon krass aus. Hübsch. Ich glaube, ich werde noch einige Autos sehen, wo ich denke, oh, die sind echt ganz nett. Kann ich hier drüber? Das ist doch kein Bürgersteig. Ach, scheiß drauf, komm. Ich gehe jetzt einfach. Ich gehe jetzt einfach mal. Ach ja, oh wow. Das ist halt schon auch einfach, ne, beeindruckend, wie dicht diese Stadt einfach ist. Wenn man mal überlegt, 5 Jahre zurück. Wäre das, glaube ich, nicht so möglich gewesen. Gerade mit dem RTX ist das echt schick. Das sieht irgendwie beunruhigend aus. Neues Gebiet wird betreten. Japan Town. Oh, lass uns doch mal direkt umsehen. Ich nehme mal direkt die nächste Abfahrt. Oh, ich werde angerufen. Wie? Lang, lang ist's her. Wakakuro Kada, die Herrin von Westbrook. Wenn du kurz Zeit hast, komm zu mir. Wir müssen eine Rechnung begleichen. Santa Dorset,
Du hast das sehr gut gemacht. Du und auch dein Freund. Bis bald. Jo, ich komm rum. Boah, das sieht schon krass aus. Das Schöne ist, ja, es ist nicht so wie früher. Heute kann man überall hin. Überall. So, vergiss nicht wie. Müßigkeit ist aller Laster Anfang. Man sagt mir noch nach, ich sei manchmal ein wenig ungeduldig. Ich hoffe, dass wir bald ein Auto haben. Ich habe einen Makagai. Oh Gott. Hallo, wie? Ich habe einen Makagai Mai Mai zu verkaufen. Abgesehen davon, dass der Name klingt wie ein typischer Teenie-Cocktail, ist das Auto ein wenig klein. Aber du, deine Knarren und ein paar Einkaufstüten passen gerade noch rein. Hey, was will man mehr? Ja, ich will kein Smart. Ich will kein Smart. Ich laufe mal schnell weiter. Boah, das sieht so beeindruckend aus. Richtig nice. Oh, ist das schön. Jetzt noch 10 Jahre weiter und dann kann man noch in jedes Gebäude rein. Kann man sich reinschleichen oder sonst was. Aber das wäre so krass. Aber es ist sehr beeindruckend hier einfach. Da kann ich nicht mehr viel zu sagen. Achso, Moment. Ich will mal gerade was gucken. Der hat ja gerade trotzdem dieses kleine Ding, ne? Ich will nur mal gucken, was er denn dafür haben wollen würde. Haben wir das hier irgendwo? Moment. Wollt die Waffe ab? Nee. Hey, wo war ich denn jetzt gerade drauf? Achso, hier. Oder? Ah, Moment. Hier, 14.000. 14.000 will er dafür. Der will mich doch auf den Arm nehmen. Das Ding ist so teuer. Wahrscheinlich, gut, wahrscheinlich, weil es so klein ist in so einer Stadt. Kann man sowas gebrauchen? Ja, hier war ich dran. Okay. Oh, wir sind ja auch gleich da. Ich halte mal Abstand von denen. Nicht, dass es so ist wie bei Karate Kid, dass sie voll aggressiv sind und direkt auf mich losgehen, nur weil ich die falsch angucke. Kann ich hier durchgucken oder ist das eine Spiegelung? Ist eine Spiegelung, ne? Ist eine Spiegelung. Was für Scheiben. Ich frage mich, ob man hier stellenweise aufpassen muss, wo man langläuft, in welche Ecken. In echt würde ich jetzt nämlich gucken, dass ich nicht in so eine dunkle Ecke hier laufe. Aber hier, das ist ja okay. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Wobei, die sind schon aggressiv, wenn ich das mal so sehe auf der Minimap. Aber wir sind ja gleich da. Wir sind ja gleich da. Da ist noch was auf der Minimap. Da schauen wir auch mal kurz noch vorbei. Wer redet? Achso. Haut ganz schön in die Klampe, was? Ja, da wollte ich eh zusehen. Unteres Amateurniveau. Gar nicht schlecht, ja. Für meine ungeschulten Ohren klingt er ganz ordentlich. Gibt wesentlich Schlimmeres. Weißt du warum? Die Technik ist nicht so wichtig. Aber das Feeling, das zählt. Der Junge trägt einen tiefen Schmerz in sich. Etwas, das er nicht loslässt. Und das hört man. Könnte ein bisschen mehr Charisma haben und die Akkorde besser treffen, aber so alles in allem gar nicht mal so übel. Aus deinem Mund klingt das fast wie ein Lob. Hast du auch so angefangen? Straßenmusiker mit großen Ambitionen. Sehr witzig. Ich habe nicht von Ruhm geträumt. Hatte alle Hände voll zu tun, damit die Welt wach zu rütteln. Erfolg verschafft Gehör. Sagen alle Loser. Ja, wir bleiben. Erfolg kann sich lohnen. Wenn du die Welt wachrütteln willst, muss die Welt dir erstmal zuhören. Und das hat seinen Preis. Wer gibt dir denn einen Vertrag, wenn du in deinen Songs die großen Konzerne anmachst? Jo. Aber wer seine Ideale einmal verkauft hat, ist sie für immer los. Schon gut, du Künstlerprinzesschen. Immerhin hattest du ein paar Gigs. Hab die Erinnerungen gesehen. Ja, wir haben überall gejammt. In Parks, Fabrikhallen, Underground-Clubs. Und damals haben die coolen Leute uns gefeiert.
Einige haben es aufgenommen und geteilt. Sollte so alte Aufzeichnungen könnten was wert sein. Wenn ich das sehe, feiere ich dich vielleicht auch. Was nehmen wir denn da? Ja, komm, wir machen mal das. Du meinst, man kann noch irgendwo alte Samurai-Bootlegs finden? Ich finde die Tapes. Ich feiere dich und kreische wie ein kleines Groupie. Wie wäre das? Okay, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Versuch's ruhig. Jetzt mal Spaß beiseite. Glaubst du, dass es nach all den Jahren solche Aufnahmen noch gibt? Das Rainbow Cadenza ist nicht weit von hier. Da haben wir früher ein paar Mal gespielt. Geiler Schuppen für Leute, die echt was von Musik verstehen. Vielleicht wissen die ja was. Okay. Ja, ich wollte nicht mir sowieso mal anhören, was er denn hier so zu... Oh. So zu spielen hat. Wow, hier ist ja echt richtig voll. Kann ich auch mit den Leuten reden hier? Ich glaube nicht, ne? Oh. Da haben wir noch Samurai-Schallplatten. Okay, ich gehe mal hier rein. Johnny? Ich glaube, dein geiler Schuppen ist heute eine schmierige Fressbude. Hirnloser Kapitalismus, wie er leibt und lebt. Man kann nicht immer gewinnen. Deshalb sollte man gefallene Krieger ruhen lassen. Andernfalls müssen sie mit ansehen, wie alles, wofür sie gekämpft haben, vor die Hunde geht. Na gut, dann befragen wir mal die Angestellten. Bin soweit. Du auch? Hey! Mr. Stern. Fragen wir mal das. Sag mal, weißt du was über Bootlegs von damals, aus dem Rainbow Cadenza? Zum Beispiel... Irgendwie ab. Samurai? Samurai. Samurai. Ha, dieser rote Fratze? Ja, die alten Knacker kennen so ich. Manchmal kommt hier rein, ziemlich alter Kerl, im Samurai-Shot rein und spricht stundenlang mit den anderen verrückten Fans. Du weißt nicht zufällig, wo ich ihn finden kann? Doch, in den 20ern, wo er hängen geblieben ist. Manchmal sehe ich ihn aber nebenan auf dem Markt. Machen wir das. Heißt das, er kauft da manchmal ein? Das heißt, du könntest bei ihm was kaufen, wenn du denn wolltest. Er lebt mit alten, staubigen Tapes von alten, staubigen Indie-Bands, die keine Sau mehr kennt. Geil, danke für die Info. Zeig mal, was du hast. Hast du bestimmt... Was darf's denn sein? Achso, mit ihr rede ich. Oh, ja, okay. Ist ja doch nicht so schön. Rammen, Verbrauchsgut. Okay. Keine Nudeln mit Ente. Okay, ich gehe. Wir gehen erstmal. Finde den Verkäufer, der die Tapes verkauft. Das war... Ja, hier vorne ist er doch. Genau. Hier sind ein paar Kindertracks. Ich hab gehört, du verkaufst noch richtige Musik. Was ist für dich denn richtig? Ich hab die Cartesian Dualists, Eurodyne-Scrum, Tainted Overlord. Was von Samurai? Soll das ein Scherz sein? Never Fade Away, Dancing with My Ex, Chipping In. Ich hab sie alle. Silverhand war der Messias des Rock'n'Roll. Ich würde die Alben umsonst auf der Straße verteilen. Aber ich muss ja von was nehmen. Ja, fragen wir dann danach. Auch was Richtiges. Also, zum Beispiel Bootlegs von den ersten Samurai-Gigs. Von den ersten Gigs? Du hast ja keine Ahnung, was du da sagst. Und dann noch so gelassen. Keine Ahnung, wie du von den Bootlegs gehört hast, aber vergiss es. Die würde ich nie so einem Nachwuchsfan in die Hand drücken. Ich erinnere mich an die Gigs im Rainbow Cadenza. Ich weiß, was Johnnys letzte Worte an Carrie waren. Ja, das mache ich mal. Ich war öfter hier, als das noch das Rainbow Cadenza war. Ein Bootleg wäre ein schönes Souvenir an die gute alte Zeit. Blödsinn! Du bist zu jung. Als Samurai hier jammte, warst du noch nicht mal ein Zucken in den Kiroshis von deinem Papi. Aussehen kann täuschen. Woher weißt du, dass ich mein Gesicht nicht aus einem Katalog habe? Also gut, Punk. Beweis es. Wie endete der dritte Gig von Samurai? Oh oh. Johnny, jetzt hilf mir mal aus der Klemme. Ich brauch dein geballtes Samurai-Spezialwissen. Da kommt er. Ach, der dritte Gig.
Wer könnte den vergessen? Ich habe die Gitarre angezündet, zertrümmert. Die Leute sind ausgerastet. Hallo? Jemand zu Hause? Easy. Johnny hat seine Gitarre angezündet und zertrümmert. Falsch. Wer ist denn so blöd und zertrümmert zu Beginn seiner Karriere seine Gitarre? Kostet doch viel zu viele Eddies. Johnny, bitte. Johnny, bitte. Mach mein Leben nicht noch schwerer. Es ist so schon schwer. Kurz genug. Mein Gott, wie? Dazu fällt selbst mir nichts Geistreiches mehr ein. Lieber trete ich einen Bettler. Einen Blinden. Hast du einen Hänger in deiner Software? Hatten den dritten Gig im Cadenza. Ein kleines Feuer brach aus und ein paar Punks haben Bier drüber gekippt. Dennis Afro hat was abbekommen. Sie trug wochenlang eine Perücke. Tech Haar war unter ihrer Würde. Okay. Puh, lass mich mal überlegen. Es hat gebrannt. Weißt du noch die Punks, die Bier drüber gekippt haben? Das hätte ich fast vergessen. War das nicht Johnny? Er hat eine brennende Kippe ins Publikum geschnippt. Das ist doch Bullshit. Die Kippe war von Carrie. Aber hey, irgendwie war Johnny ja immer dran schuld. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du da warst. Aber was soll's? Nur ein echter Fan kann sowas wissen. Okay. Schätze, man muss dem Nachwuchs eine Chance geben. Vielleicht findest du ja was hier unterm Tisch. Siehst dir an. Okay. Okay, nice, nice, nice. Das ist das, ne? Konzertaufnahme. Schallplatten, das ist einfach nur Junk. Und das ist sonstiges. Plektrum, nice. Was haben wir denn hier alles? Sind gar nicht so schlechte Sachen. Ist nämlich direkt schon mal legendär. Samurai 2020. Hey, sollte ich eigentlich kaufen. Aber, oh Gott, der Preis. Leute. Aber nicht von einem Plattenspieler. Ja, ich weiß nicht, ob ich damit was anfangen kann, ne? Ich lasse es mal dabei, ich kann den ja bestimmt nochmal ansprechen. Danke dir. Nimm das Teil und verbreite Silverhands Worte. Tod den Konzern. Man sagt, das Leben sei der beste Lehrer. Hab ich auch mal geglaubt. Sieh ihn dir an. Mindestens 60, aber lebt immer noch in 2020. Der ist dein größter Fan. Freut dich das nicht? Ich habe den Saka Tower gesprengt, aber er steht immer noch. Was hat's also gebracht? Die Leute müssen endlich anfangen, nach vorne zu blicken. In die Zukunft. Sonst wird sich nie was ändern. Irgendwas muss sich verändert haben. Man kann Leute nicht mit Gewalt verändern. 60 Jahre. Irgendwas muss sich verändert haben. Weißt du, was sich verändert hat? Die scheiß Fassade. Ein neues Interface hier. Ein neuer Synthosüßer Scopshake da. Ein neues Gesicht bei Arasaka. Aber alles der gleiche alte Mist. Es gibt Veränderungen. Auch wenn man sie nicht sofort sehen kann. Es passiert. Vielleicht. Aber wer erinnert sich noch daran, dass ein Mensch mehr ist als ein Fleischsack voller Implantate? Na gut. Nee, das ist wieder die Hauptaufgabe. Da haben wir mal gerade eine Nebenaufgabe gemacht. Das ist schon mal sehr nice. Ups. Wir sollten nochmal mit Barry sprechen. Das machen wir, wenn wir zurück sind. Bezahlen bei Victor, das wird zu teuer. Hol die Waffe bei Wilson ab. Das könnten wir vielleicht machen. Wo ist denn das? Karte. Ah, es ist wieder auf der anderen Seite. Haben wir nicht... Oh krass, die Karte ist ja schon groß. Eieiei. Hier haben wir doch bestimmt auch noch was, oder? Gefahr sehr hoch, na super. Die ganzen Nebenmissionen sind tatsächlich auf der anderen Seite. Dann müssen wir tatsächlich nochmal rüberlaufen. Dann machen wir das mit der Waffe erstmal, oder? Hol die Waffe. Das Geschenk. Hol die Waffe. Machen wir das erstmal. Dann, würde ich sagen, liebe Leute, sind wir erstmal wieder in einer Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.